Und wir steigen jetzt mal ein in eine Firma, die tatsächlich sich mit Internet super gut auskennt, das zu ihrem täglichen Brot macht, weil sie Unternehmen und Institutionen berät. Wie steht es da um die Digitalisierung? Was sind die Herausforderungen? Hier ist mein nächster Gesprächspartner. Es ist, freue mich sehr, Markus Roppel. Wer? So, jetzt habe ich es von der Firma MediaClick GmbH. Markus, schön, dass du da bist. Seit 1995 seid ihr hier am Start in Lübeck. Und ganz interessant, ein Thema mendelt sich so ein bisschen bei euch heraus in der Beratung und Umsetzung, das Thema Datenschutz. Was ist da euer Angebot genau und vor welchen Herausforderungen stehst du? Also erstmal schönen guten Tag. Hallo Thomas. Schön, dass du da bist. Schön, dass ich da bin. Datenschutz betrifft eigentlich uns alle, weil in vielen Diensten übergeben wir unsere Daten und es geht darum, sie zu schützen. Und in vielen Diensten werden auch unsere Daten so erfasst, ohne dass wir wissen, wofür. Und da gibt es ja nun jetzt seit einigen Jahren schon die Datenschutzgrundverordnung. Und wir helfen Firmen dabei, zu gucken, was sie tun müssen, um mit der Datenschutzgrundverordnung umzugehen und dementsprechend zu handeln. Ein Beispiel ist, Mitarbeiterdaten sind ja sehr wichtige Daten. Und es ist zum Beispiel keine gute Idee, Gehaltsauszüge oder so einfach per Mail zu schicken, weil eine Mail ist einfach so, als wenn ich den Gehaltsauszug auf eine Postkarte drucke und in den Briefkasten stecke. Das ist so gut wie ungeschützt. Das heißt, hier muss man sich überlegen, okay, wie kann ich einfach solche Daten, besonders schützenswerte Daten, wie kann ich die so übertragen, dass nicht jeder, der die Möglichkeit dazu hat, auf die Daten zuzugreifen. Manchmal hat man so den Eindruck, der Datenschutz ist der Spielverderber. Alles das, was Spaß bringt und so, das wird dann weggestrichen von den Juristen. Fühlst du dich manchmal auch so oder wie ist der Kontakt, die Stimmung dann in den Unternehmen, wenn du da aufschließt? Naja, ich versuche natürlich schon, meinen Kunden klarzumachen, dass Datenschutz auch etwas ist, was sinnvoll ist. Weil, wie gesagt, es möchte nicht unbedingt jeder, dass seine Daten überall verteilt werden. Und wir versuchen aber, einen relativ pragmatischen Ansatz zu wahren. Das heißt also, wir gucken auch schon, nicht jede Vorgabe jetzt eins und eins umzusetzen, sondern zu gucken, wie ist der Weg jetzt fürs Unternehmen, dass es ein anständiger Kompromiss zwischen Praktikabilität und Schutzinteressen ist. Nun geht im Netz ja fast alles. Was ist denn so deine Bauanleitung oder deine Reihe von Tipps, die du mir anderen noch geben kannst, wie ich sicher mit meinen Daten im Netz umgehe? Gibt es so Grundregeln, die ich beachten sollte? Naja, also wichtig ist, sich damit auseinandersetzen, wie bestimmte Sachen funktionieren. Ich bin immer so einer, der dafür ist, dass man sich selbst drum kümmert oder dass man ein bisschen mehr sich Gedanken dazu gemacht, wie etwas funktioniert. Und wenn Sie im Netz, im Browser unterwegs sind, dann ist es so, dass jede Webseite Daten über Sie speichert, über Ihr Verhalten. Das sind die sogenannten Cookies. Und Cookies zum Beispiel kann man löschen. Die Fantasie der meisten Leute reicht gar nicht aus, sich zu überlegen, was mit Cookies alles möglich ist. Bestes Beispiel, Sie interessieren sich für irgendeinen Artikel, eine Waschmaschine, und fangen vielleicht an, sich zu wundern, warum danach sämtliche Webseiten, die Sie aufrufen, voll mit Werbung für Waschmaschinen ist. Genau. Und das liegt daran, dass diese Cookie-Informationen von zentralen Netzwerken verwaltet werden und einfach miteinander ausgetauscht werden. Und so bist du dann als Benutzer schon relativ transparent. Okay, und was kann ich dann praktisch machen? Also die Cookies nicht aktivieren oder was? Ich möchte nicht, dass ich, nachdem ich eine Waschmaschine gekauft habe, mir permanent Waschmaschinenanzeigen gezeigt habe. Ja, wenn das, also an diesem konkreten Beispiel, wenn das so ist, dann löschst du einfach danach die Cookies, die diese sogenannten Ad-Netzwerke für dich anlegen. Und danach gibt es eben keine Werbung mehr. Das kann man dann auch leicht erkennen, dass dann auf einmal Werbung erscheint, wo man denkt, die hat ja gar nichts mit mir zu tun. Und das ist ein gutes Zeichen. Ne? Das heißt nämlich, die haben dich noch nicht so erkannt. Okay, und das bringt uns zum Thema Webshops. Das ist ein großes Thema bei euch, bei MediaClick GmbH. Wie erkenne ich denn als Nutzer, wenn ich in einem Webshop bin, dass ich da nicht, ich sag mal, ausgeräubert werde mit meinen Daten? Wie verhalte ich mich da sicher und wie erkenne ich sichere Webshops? Ja, das ist eine gute Frage. Inzwischen ist es ja so, wir alle benutzen täglich Webshops, weil wir extrem viel online einkaufen. Und häufig ist es, wenn man ein Produkt sucht, landet man auf Seiten von Webshops, die man noch gar nicht kennt. So, und dann ist mal die erste Möglichkeit zu gucken,
ist denn überhaupt diese Seite SSL verschlüsselt? Also hat sie so ein kleines Schlosssymbol oben in der Ecke, ist schon mal ein gutes Zeichen. Haben aber inzwischen alle Seiten, weil die Browser inzwischen solche Seiten gar nicht mehr durchlassen. Die nächste Frage ist, ich gucke mal ins Impressum. Also wo sitzt denn überhaupt diese Firma, die mir da was verkaufen will? Und die macht es vielleicht sogar auf Deutsch. Haben wir ja eben auch erfahren. Ja. Also man kann ja leicht Inhalte übersetzen, auch automatisiert übersetzen. Aber wenn die in Korea sitzt oder in China oder wo auch immer, dann kann ich mir natürlich ausmalen, okay, ich habe die Artikel nicht übermorgen oder in wenigen Tagen, sondern vielleicht erst in ein paar Wochen. Und eventuell habe ich natürlich auch ein Problem mit Rückgaberechten. Ne? Also setzen Sie mal das Rückgaberecht mit irgendeiner Firma, die kein Mensch kennt, in China durch. Das ist deutlich schwieriger. Das heißt also, worauf ich appellieren möchte, ist einfach zu gucken, es gibt in Deutschland so viele Anbieter für alle Mögliches. Also eigentlich kriegt man alles, was man sucht, auf deutschen Webshops. Und diese Sorge, jo, hier zieht's, dass ich mich sicher im Netz bewege, ist teilweise natürlich eine sehr berechtigte. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Und gibt es da Tipps? Also zum Beispiel, wenn ich den Eindruck habe, hey, hier ist ja gar nichts kostenpflichtig auf dieser Seite, sollte mich das stutzig machen, dass die dann doch irgendwas abfischen, was mir Schwierigkeiten bereiten könnte? Absolut. Also wir sind es ja gewohnt, dass Dinge im Internet nichts kosten. Also zum Beispiel Google Maps. Fast jeder von uns benutzt Google Maps. Das ist ein toller Dienst. Aber wieso kostet das eigentlich nichts? Das ist natürlich mit einem enormen Aufwand verbunden. Es müssen Satellitendaten erfasst werden, aktualisiert werden. Die Leute fahren mit Autos durch die Straßen, filmen die Straßen etc. pp. Da steckt ein Millionenaufwand dahinter. Und die Frage ist, warum kostet das nichts? Bei Google, gut, die machen Querfinanzierung. Das heißt also, die verdienen ja ihr Geld mit Werbung. Da ist das möglich. Aber insgesamt kann man öfter mal das hinterfragen. Wir bezahlen, leider ist es so, das ist so ein schöner Spruch, aber es ist leider auch so, wir bezahlen häufig mit unseren Daten. Und auch da kann man natürlich mal überlegen, okay, welche Daten gebe ich von mir überhaupt preis? Ne? Bestes Beispiel ging heute Morgen gerade durch die Fachpresse. Instagram überlegt jetzt, den Altersnachweis mit KI festzustellen. Da kann ich nur sagen, super Idee, jetzt sind schon die biometrischen Daten unserer Kinder landen bei Instagram. Vielleicht sollte man das nochmal überdenken. Also ein bisschen vorsichtig sein ist angesagt, zumal ja inzwischen das Netz auch alles durchdringt, also demnächst auch in der Kleidung. Wo führt der Weg hin? Gib uns zum Schluss nochmal einen Ausblick. Wird das Internet überall sein und wir werden es kaum mehr sehen, dass irgendwie das Netz uns umgibt? Davon gehe ich aus. Also die Anzahl der smarten Geräte wird ja immer größer. Inzwischen tragen wir Uhren am Handgelenk, also ich heute gerade nicht, aber die meisten Uhren sind vernetzt, haben irgendwie einen Chip, mit dem Sie ins Internet oder WLAN gehen können. Und diese Geräte werden immer dichter an den Körper gehen und immer smarter. Also wir kennen alle schon Kopfhörer, die irgendwie vernetzt sind, zwar nur über WLAN, aber das setzt sich fort. Es gab ja schon diese Google Glasses. Das gibt inzwischen mehr Hersteller, die so etwas machen. Damals war es vielleicht noch ein bisschen früh, da gab es sehr viel Kritik. Das heißt, es hat sich nicht durchgesetzt, aber es wird mehr kommen. Und man muss sich nicht unbedingt den Chip unter die Haut implantieren, aber da gibt es sehr viele Möglichkeiten, dass einfach diese digitale Vernetzung, das, was wir jetzt in unserem Smartphone in der Tasche haben, sind Hochleistungscomputer und die werden immer kleiner und die werden immer dichter an den Körper gehen. Das ist meine Theorie, sagt meine Markus Prognose. Roppelier von der MediaClick GmbH, ebenfalls ein Mitglied im Energiecluster Digitales Lübeck. Lieber Markus, vielen Dank, dass du da warst. Und zum Abschluss unserer kleinen Projekteshow gehen wir nochmal zurück auf das Thema Bildung und Wissen.